Die Blitzeranlage an der Autobahnauffahrt Zwickau-West wird für den Landkreis zum Goldesel. Seit der Inbetriebnahme Mitte November 2017 hat er bis heute 88.000 Euro eingespielt. Neben fast 4.000 Geschwindigkeitsüberschreitungen wurden auch über 600 Rotlichtverstöße registriert. Und genau daran erhitzen sich die Gemüter. Obwohl es vom Landratsamt heißt, das erste Bild werde ausgelöst, wenn ein Fahrzeug bei Rot über die Haltelinie fährt, gibt es auch andere Berichte. Eine Zuschauerin von TV Westsachsen versicherte, dass sie geblitzt worden sei, obwohl sie nicht zu schnell war und noch gelb hatte. Doch das wäre laut Straßenverkehrsordnung sogar zulässig. Es gibt tatsächlich den sogenannten Gelblichtverstoß. In § 37 der StVO heißt es eindeutig, Gelb ordnet an, vor der Kreuzung auf das nächste Zeichen warten. Die Dauer der Gelbphase ist dabei abhängig von der zulässigen Höchstgeschwindigkeit. Bei 50 km/h sind es 3 Sekunden, bei 60 km/h sind es 4 und bei 70 km/h 5 Sekunden. Der Blitzer arbeitet mit einem Laser und damit sehr exakt. Ein Produktvideo des Herstellers demonstriert die Funktionsweise. Wer bei Gelb über die Haltelinie fährt, obwohl man noch gefahrlos hätte anhalten können, dürfte rein rechtlich zur Verantwortung gezogen werden. Dann wären 10 Euro fällig, also deutlich weniger als ein Rotlichtverstoß mit mindestens 90 Euro Strafe und einem Punkt in Flensburg. Ob der Zwickau-Westblitzer nun tatsächlich auch Gelblichtverstöße dokumentiert, ist bislang noch reine Spekulation. Ein Interview mit dem verantwortlichen Amtsleiter hat das Landratsamt zunächst abgelehnt. Auch weil bislang keine Aussagen getroffen werden können, welche Auswirkungen die Blitzanlage auf das Unfallgeschehen hat. Das sei erst Anfang des zweiten Halbjahres 2018 möglich.